Musetalk wird präsentiert von KS Digital. KS Digital baut seit über 20 Jahren Referenzmonitore made in Germany. Und so ist die C-Line in vielen Studios die kompakte Abhörreferenz. Herzlich willkommen zu Musetalk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Musetalk. Das Datum da unten könnt ihr getrost ignorieren. Wir haben jetzt schon den Juni. Und heute geht es um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, auch dem Thomas Wendt sehr am Herzen liegt. Denn wenn wir über Audioproduktion reden, uns mit Geräten beschäftigen, dann haben wir immer so uralte Gerätschaften und Technologie vor den Augen, meistens als Bilder und Plugins, und agieren dann mit Parametern aus der Vergangenheit. Und ob das wirklich sinnvoll ist, das möchte ich heute diskutieren, unter anderem mit dem Thomas Wendt. Hallo Thomas. Hallo nun Eric, wie geht's? Gut, gut. Fein, fein. Und dann mit dem Christian. Hallo Christian. Stell dich mal kurz selber vor. Ja, hi. Erstmal danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Christian Luther. Ich bin schon eine ganze Weile als DSP-Entwickler unterwegs und habe vor ziemlich genau einem Jahr, sag ich mal, die Bühne der Audio-Software betreten mit der Firma Playfair Audio, die ich gegründet habe. Und das erste Produkt ist halt seit einem Jahr raus, das ist Dynamic Grading, und ich vermute, da werden wir heute ein wenig drüber reden, auch über die Idee, wie es dazu kam, was es eigentlich tut und warum das vielleicht eine ganz coole Sache sein könnte. Sehr gut, sehr gut. Thomas, erklär doch mal den Zuschauern, was uns eigentlich an der modernen Musik Technologieindustrie so ein bisschen nervt und warum wir uns damit eigentlich stark beschränken. Was uns nervt, das ist natürlich jetzt eine interessante Frage, weil was dich genau nervt, weiß ich nicht. Ich kann das nur erahnen. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Was eigentlich schade ist, ist, dass es gibt halt so viele Aspekte und Eigenschaften von Sound, und aus nicht mehr können wurden in den 50er Jahren dann halt Geräte entwickelt, mit denen man halt versucht hatte, einige Phänomene in den Griff zu kriegen, wie zum Beispiel Dynamik und so weiter. Und manche Geräte haben einen Knopf, manche haben zwei. Dann gibt es halt so, jetzt um mal bei Dynamik zu bleiben, Geräte, die haben 24 Knöpfe und so. Und das war halt alles relativ intransparent und abstrakt, hat aber funktioniert, und dadurch, dass es Hardware war, gab es halt auch immer einen eigenen Signature-Sound, der so beliebt war bei den Menschen damals, es aber auch sein musste, weil man einfach keine Alternative hatte und es ja irgendwie auch überhaupt nicht vergleichen konnte, was denn besser ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will damit sagen, also man hat klangliche Ereignisse und dann irgendwelche sehr individuell abgeschmeckten Parameter, mit denen man diesen klanglichen Ereignissen dann zu Leibe rückt. Und da sind so viele Unternehmen, die halt Technologien bauen und auch heutzutage noch anbieten, so ein bisschen verharrt in diesen Konzepten. Und Das geht ja bis in die heutigen DAWs und so. Und da gibt es halt bestimmt einige Dinge, die du auch nennen kannst, die halt so unintuitiv sind, wie sie halt heutzutage so sind, ohne dass sie das eigentlich müssten. Und ich wundere mich immer noch, wie viele junge Leute sich da halt den Weg durch das Dickicht schlagen mit der Machete, um die Dinge zu lernen und in den Griff zu kriegen. Als eine Firma, die man da löblicherweise nennen könnte, das ist halt bestimmt, ich bin ein großer Fan von denen, auch von Isotope, die halt versuchen, viele Dinge ein bisschen anders anzugehen. Und da könnte man jetzt noch andere nennen, aber du hast ja von dem Wir gesprochen, und da würde mich jetzt mal interessieren, was dich denn da so besonders nervt. Also was ich... Erstmal, was dazu ganz cool ist, ist, wir haben auf der einen Seite Isotope und auf der Gegenposition Universal Audio. Da kommen wir gleich noch zu drauf. Ja, zum Beispiel. Also was mich nervt ist,
Früher gab es nur Röhren, Transistoren, keine Computer und man musste eben die Audiobearbeitung mit Röhren und Transistoren irgendwie hinbekommen. Das hatte gewisse Einschränkungen, vielleicht romantisierend auch ein paar Vorteile. Viele Musiker leben in den 70er, 80er Jahren, da wurden die wegweisenden Weichen gestellt in den modernen Rock, in die moderne Musik. Und die ganzen Köpfe der Musikproduzenten sind da irgendwie hängen geblieben. Für mich ist das ein klein bisschen so, als hätte man jetzt hier so ein iPhone, ne, so ein fettes iPhone, kann alles FaceTime, das machen, aber man sagt, nein, wir wollen damit ja nur telefonieren. Wir pflanzen da jetzt so eine große Wählscheibe drauf. Wir machen das alles hier mit der Wählscheibe. Es kann zwar alles viel, viel mehr, aber weil die Wählscheibe ist ja so cool und guck mal, wie coole Wählscheiben es gibt. Und damals das Telefon von Siemens von 1972, das war doch so richtig geil mit der Wählscheibe. Das brannt sich jetzt oben drauf, da drunter ist ein iPhone. Aber wir tun mal so, als wäre das einfach nur ein Wählscheibentelefon. So kommt mir das ein bisschen vor. Man kann damit dann auch telefonieren und kommunizieren. Man kann das alles machen, was man früher auch machen konnte. Aber viele Dinge haben sich doch so weiterentwickelt, dass man sich fragen muss, sind das denn überhaupt noch die richtigen Parameter, an denen wir da drehen? Wenn das früher irgendwie Transistoren und Röhren waren, die das und das konnten, warum macht denn jetzt der Computer mit seinen Silicon-Chips genau das Gleiche wie die Transistoren in die Röhren? Das machen wir doch mit unserem Telefon auch nicht. So. Jetzt, Christian, los! Jetzt komme ich. Ja, das mit dem Wundern vorhin war schon irgendwie ein ganz gutes Stichwort. Also ich habe mich dann auch irgendwie immer so ein bisschen gewundert. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht nur bei Kompressoren so, dass wir irgendwie vielfach so irgendwie in der Musikproduktion immer Technologien einsetzen, die eigentlich größtenteils so vor 50, vielleicht sogar schon 70 Jahren oder so entwickelt wurden. Ne? Und interessant beim Kompressor zum Beispiel ist ja auch so der Zweck, warum mache ich das eigentlich überhaupt mit dem Komprimieren? Also ich meine, für uns ist es jetzt irgendwie selbstverständlich, okay, jetzt wenn man irgendwie mit Musikproduktion zu tun hat, dann benutzt man auch irgendwie einen Kompressor, um halt irgendwie, weiß ich nicht, laut zu machen oder so. Also hat ja einen bestimmten Zweck, warum will ich Dynamik, die ich habe in der Aufnahme, warum will ich die überhaupt einschränken? Ne? Ja, das war ja mal, das ist ja ein guter Punkt, schon mal ganz kurz, dass ich da reingrätschen kann, denn dass man das wollte, hatte ja wieder technische Gründe. Ne? Man hat ja nicht gesagt, oh, das klingt dann fetter und besser, sondern, hey, scheiße, der Stichel in meinem Schneidemaschine für die Vinylscheibe springt raus, wenn die Dynamik zu hoch ist. Oh, das Radio kann das nicht übertragen, wenn die Dynamik zu hoch ist. Also wir müssen das jetzt eindampfen irgendwie. Mhm. Und daraus ist ja heutzutage ein Stilmittel geworden. Ja, exakt. Und dann ging es halt erstmal darum, irgendwie da die Musik oder das Audio anzupassen auf ein Medium, was nicht besonders viel Dynamikumfang hat. Gibt es ja noch andere Beispiele, auch mit sowas wie einem Dolby-System, um aus Kassetten mehr rauszupressen, wo man irgendwie erst komprimiert und dann wieder expandiert und solche Geschichten. Also man kann das ja alles machen, wenn man solche Medien hat. Inzwischen haben wir das Problem ja nicht mehr. Also das ist nicht mehr der Grund, warum wir sowas heute noch benutzen würden. Irgendwann später kam dann irgendwie dieses ganze Thema mit dem Loudness War. Ne, dann brauchte man sowas halt, um gegen die Konkurrenz zu gewinnen, wer der Lauteste ist. Durch sowas wie Lautheitsnormalisierung haben wir das eigentlich jetzt auch so langsam so ein bisschen überwunden. Aber es gibt trotzdem immer noch gute Gründe, das durchaus auf breiter Front irgendwie einzusetzen, Dynamik einzuschränken. Und das ist halt irgendwie heutzutage dann, die Musik läuft halt überall, ne? Und auch wenn die irgendwie leise im Supermarkt läuft, wo viele Nebengeräusche sind oder so, soll man das halbwegs alles mitkriegen, so, ne? Und es nicht so weit aufdrehen müssen, dass die Snare-Schläge wehtun. Oder man macht es halt so leise, dass man nur noch die Snare-Schläge hört. Ne? Also das braucht es halt durchaus. Aber es hat halt schon auch Nebenwirkungen und ich sag mal, die ursprüngliche technische Lösung war irgendwie immer auf elektronischem Wege mit, was weiß ich, für verschiedenen Bauelementen dafür zu sorgen, wenn der Pegel über einen bestimmten Wert steigt, dann möchte ich den gern reduzieren. Und irgendwie ist das dann aber alles so. Also
Es geht nur quasi in die eine Richtung. Es gibt auch Expander, die werden aber ziemlich selten eingesetzt tatsächlich so, obwohl sie ziemlich nützlich sein können. Ne? Ja, und ich meine, gut, wir haben ja, glaube ich, in der ganzen Branche so ein bisschen halt einfach dieses sehr traditionsreiche Thema. Ne? Die Röhren, die sterben halt auch nicht aus. Aber ich habe mich dann halt schon gefragt, so, okay, wie geht's denn anders? Und ich bin irgendwann drauf gestoßen, als ich mich irgendwie mit Fotografie und Bildbearbeitung und so beschäftigt habe, wo es dann darum ging, irgendwie die Dynamik in Bildern zu bearbeiten. Und wenn man irgendwie Photoshop aufmacht, dann kriegt man da so ein schönes Histogramm angezeigt, wo man, ne, von dunkel bis hell angezeigt wird, wie viele Pixel sind da, die jetzt eine bestimmte Helligkeit haben. Und dann kann ich das verdrehen und sagen, ich möchte hier den Kontrast erhöhen und hier verringern. Und das ist im Prinzip nichts anderes als Dynamikbearbeitung. Das fand ich schon mal spannend. Ich habe auch heute nochmal nachgeguckt. Diese Idee hatte ich tatsächlich irgendwie vor ziemlich genau 10 Jahren. Ich habe nochmal das Notizbuch gefunden. Da steht auch das Datum drin. Das war nämlich eine sehr inspirierte Autofahrt zur Musikmesse 2013, habe ich rekonstruiert. Genau, und ich dachte mir, das für Audio wäre doch schon mal ganz cool. Oder das einfach mal zu machen und diese Art von Interaktion mit der Dynamik überhaupt erstmal auszuprobieren. Also das auch überhaupt mal sichtbar zu machen. Ne? Und genau, also Jahre später habe ich dann angefangen, irgendwie diesen Prototypen zu arbeiten. Und turns out, das ist wirklich ganz nützlich. So. Okay. Also man. Dann wollen wir uns doch gleich mal auch mal genauer anschauen, wie du das so umgesetzt hast und wie so eine alternative Art der Dynamikbearbeitung aussehen kann. Vorher machen wir Werbung, und zwar für das, nicht für das Hofer College, sondern die Firma Hofer, und zwar für den Songcast Contest 2023, dein Song gewinnt. Denn auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Songwettbewerb. Ihr könnt euren Song einreichen und ihr seht es hier, so viele Sponsoren, deswegen auch so viele Preise, die es zu gewinnen gibt. Im Wert von über 25.000 Euro, Cash, Boxen, Kopfhörer. Und das Ganze ist schon gestartet, aber der Einsendeschluss ist erst im August, Anfang August, und das Voting, das Zuschauervoting, das öffentliche Voting Ende August, und dann am 31. August werden die Gewinner mitgeteilt. Ihr findet das Ganze auf hofer-contest.de. Nee, komm, alles klar. Gut, da sind wir wieder. Wollen wir mal auf das GUI schauen, und du kannst uns dann vielleicht mal ein bisschen erklären, was da eigentlich los ist. Das sieht mir so. Ja, ist genau. Das hier schon Photoshop? Nö. Das ist Style. Nee. Was sehe ich denn hier? In Photoshop sieht es anders aus. Ne? Also ich habe es ursprünglich gemacht wie in Photoshop. Da wird man mit einer Kurve arbeiten, wo man irgendwelche Anfasser hat und quasi so eine Gradationskurve bearbeitet. Das hat sich herausgestellt, ist ziemlich unintuitiv und funktioniert nicht gut. Wenn du einfach nochmal hochgehst, da ist zwar jetzt auch dieser Sale Badge drauf, aber das zeigt zumindest mal einmal die komplette Ansicht. Also was man da sieht, ist im Prinzip, du hast links das Eingangssignal und rechts das Ausgangssignal, und diese Balkendiagramme zeigen dir im Prinzip eine Übersicht der Dynamik. Du siehst da links so eine Dezibel-Skala, ne? Und kannst du dir im Prinzip vorstellen wie ein Levelmeter, ein sehr schnelles Levelmeter, wo jemand dran sitzt und immer aufschreibt, wie oft sehe ich jetzt minus 20 dB, wie oft sehe ich minus 30 dB oder wie auch immer, und macht daraus eine Grafik, eine Statistik. Und das immer so über die letzten x Sekunden, das ist einstellbar. Und damit hast du überhaupt erstmal eine Übersicht darüber, was ist überhaupt los irgendwie in meinem Audio, was habe ich an lauten Signalen da drin? Was habe ich an mittellautem Kram? Wo ist das leise Zeugs? Damit kann man dann schon mal ein bisschen arbeiten. Und was du da in der Mitte siehst, diese gelbe Leiter, ist im Prinzip die Art und Weise, wie du das dann manipulieren kannst. Also benutzt das so: auf der linken Seite definierst du drei verschiedene Bereiche.
wo du sagst, okay, das sind jetzt irgendwie die interessanten Bereiche, wo die Musik spielt, sag ich mal. Und auf der rechten Seite stellst du dann quasi ein, wo du diese Bereiche genau haben möchtest. Ne? Und da sieht man das jetzt ganz nett, wenn du quasi so einen Bereich von links nach rechts gesehen auseinanderziehst, dann ist das praktisch eine Expansion. Und wenn es sich zusammendrückt, ist es eine Kompression. Und man sieht das auch so ein bisschen an diesem Streifenmuster, was dann tatsächlich passiert. Und dann damit verformt man dann halt letztendlich diese Dynamikverteilung und kann das Ganze dann, sag ich mal, so nach seinen Wünschen ein bisschen gestalten. Aber eine kurze Zwischenfrage. Ist das dann nicht mehr oder weniger nicht das Gleiche mit einem anderen GUI, also ein klassischer Multiband-Kompressor, wo man dann auch die Frequenzen einteilen kann, verschiedene Bänder? Oder ist es auch, was das Processing angeht, dann ein bisschen anders? Also das hier ist kein Multiband, ne? Also das ganze Ding funktioniert breitbandig, ne? Also du unterteilst eigentlich den Dynamikbereich irgendwie in mehrere Bereiche. Also es gibt keine Frequenzweiche oder so in dem Produkt. Okay. Ja. Ah, okay. Also genau. ich hab wirklich gedacht, man sieht jetzt hier die Frequenzbereiche rechts in der Skala. Nee. Ja, das ist tatsächlich was oft verwirrt, interessanterweise. Ursprünglicherweise war mal so ein Prototyp davon, da hatte ich das Ganze liegen. Und da haben die Leute nämlich sowieso gesagt, ja, okay, dann ist ja hier, das ist ja wie ein EQ oder ein Analyzer. Ja, genau, wie ein Multiband. Ist ja hier von links nach rechts sind die Frequenzen so, ne? Deshalb habe ich es von oben nach unten gedreht, ne? Weil Levelmeter geht ja auch von oben nach unten. Aber scheinbar ist es noch nicht klar genug. Das ist ja interessant. Stimmt. Ja, genau. Ja. Also, okay, was sehe ich jetzt nochmal? Erklär es doch mal für mich. Genau. Also stell dir vor, du beobachtest einen Levelmeter, ne, was von oben nach unten immer runterzuppelt, wie in der DAW auch. Und du schreibst dir immer auf, wie oft der Zeiger auf minus 30 dB etc. steht. Und malst für jedes dB, malst du so einen Balken hin. Zum Beispiel sagst du, in den letzten 5 Sekunden habe ich irgendwie 1000 Mal hingeguckt und 50 Mal stand da minus 30 dB. Dann machst du dann einen Balken. Das machst du für jedes einzelne dB im Prinzip. Machst du so eine Strichliste und das ist dann dieses Histogramm, was da letztendlich bei rumkommt. Okay. Ah. Und Frequenzen natürlich, ne? Also anteilig, oder? Hm? Nee, ohne Frequenzen. Es ist alles breitbandig tatsächlich. Ja, also wir sehen jetzt Thomas, keine einzelnen Frequenzbereiche, sondern Lautheitsbereiche. Exakt. Richtig? Ja, okay. Genau. Mhm. Ja. Oder, Peak-Bereiche, nicht Lautheitsbereiche, oder Peak? Ja, im Prinzip schon Lautheitsbereiche, ne? Also, genau, weil das ja auch ähnlich ein Durchschnitt ist. Genau, es ist ja eher ein Durchschnitt, genau. Und es gibt auch zusätzlich, da gibt es so einen kleinen Regler noch, mit dem man das einstellen kann, so eine Frequenzgewichtung, womit ich halt sagen kann, habe ich jetzt hier, was habe ich jetzt hier für ein Spektrum? Und dadurch gewinnt das letztendlich so eine Lautheitsgewichtung, genau. Also Lautheit an sich ist nochmal ein bisschen komplexer, aber das ist sehr nah dran. Und warum ist das jetzt besser als ein Multiband-Kompressor? Ich weiß nicht, ob es besser ist als ein Multiband-Kompressor. Ich sag mal, von dem Produkt müsste man natürlich auch nochmal vielleicht eine Multiband-Version machen. Vor allem ist es besser als ein Kompressor, weil es kann halt mehr. Ne? Also das ist Punkt 1, du kannst damit mehr. Und Punkt 2, also ich sag mal, man könnte es noch bezeichnen vielleicht als mehrere Kompressoren in einem. Das ist aber auch nicht ganz adäquat. Ich sag mal, ne, und mehrere Kompressoren in einem, die Kompression und Expansion können. Das ist aber eigentlich nicht unbedingt mal das Killer-Feature, sondern das Killer-Feature ist eigentlich die Tatsache, dass du siehst, was du tust und dass du quasi, ja, wie wenn du ein Stück Ton in der Hand hast, das Ganze verformen kannst. Also du spielst da Audio durch, guckst dir an, was habe ich da, setzt erstmal grob die Marker hin und
setzt es dir dann quasi auf der rechten Seite dahin, wo du es gerne haben möchtest. Und da kannst du dann halt wirklich mit einem Konzept arbeiten, sag ich mal, ne? Also du kannst, wenn man will, kann man damit auch mal nach Zahlen machen. Das würde ich jetzt nicht zwangsläufig immer empfehlen. Also, aber du kannst im Prinzip ohne hinzuhören auch einen Rough Mix einfach mal hinmachen. Und wenn du dann dir das hinterher anhörst, einfach mal so als Experiment und sag ich mal so ein paar Best Practices dabei beachtest, dann wird der ganz gut klingen schon, recht ausgewogen etc. pp. Hinhören muss man natürlich immer, ne? Aber es hilft halt extrem. Genauso wie bei einem EQ es schon sehr hilft, wenn man einen Analyzer dahinter laufen hat, damit man weiß, wo packe ich jetzt vielleicht mal am ehesten an. Ne? Das heißt ja Also nicht, dass jetzt, man. Ja? nee. Also ich könnte dazu sagen, weil ich bin immer so also ich verstehe meistens so die Ahnung von dem Prinzip und fange dann an, was damit zu machen. Und das ging halt erstaunlich schnell, ohne dass ich wusste, was ich da tue, weil man sieht irgendwie, wo was los ist. Und wenn ich es ein bisschen dicker haben will, also das, was Christian gerade sagte mit dem Tonkneten, das passiert da wirklich so. Wenn du ein Signal etwas dicker haben willst, dann nimmst du diesen Bereich und verdichtest den ein bisschen. Wenn du es ein bisschen schlanker haben willst, das geht. Man kann bis hin zu dem Ding, dass man Transienten und das Tonale so in den Vordergrund schickt und andere Aspekte verkleinert, dass quasi auch ein Raum weggeht bis zu einem gewissen Punkt. Christian sagt immer, das kann man so nicht sagen. Aber das ist teilweise ein Effekt, der damit zu erzielen ist. Und das muss man hören. Und ich rate allen, sich mal die Videos anzugucken und die Soundbeispiele auf der Website. Die macht das wesentlich deutlicher, weil es gibt so einzelne Snippets, wo halt eine Bassdrum geformt wird. Wo eine Akustikgitarre geformt wird. Oder vor allen Dingen, also das hat mich ziemlich umgehauen, auch dieser Loop, der da läuft, wie du quasi damit also eine Snare extrem nach vorne holen kannst und den Rest fast wegdrücken oder umgekehrt die Snare da fast rauskriegst oder die Hi-Hat und so. Also jedes akustische Signal, jede aufgenommene Spur ist wirklich komplett formbar und du kannst alles, also extrem gut Dinge, die dich stören, daraus drücken. Und die Sachen, die Aspekte, die du richtig gut findest, die kannst du irgendwie opulent in Szene setzen. Vielleicht könntest du mir das bestätigen, ob das so einigermaßen richtig ausgedrückt ist, Christian, oder ob ich Blödsinn rede. alles richtig. Genau, also das muss man tatsächlich mal ein bisschen ausprobieren und sehen. Ich sage immer sehr oft, das ist leichter zu verstehen als zu erklären. Also Okay, wenn ich jetzt das jetzt habe hier ich so denn, erkläre, ist immer so eine aber Sache. habe ich denn vielleicht Folgendes jetzt verstanden? Während ich bei einem Multibandkompressor verschiedene Frequenzbereiche bearbeite in der Dynamik, mache ich es bei dir, dass ich gewisse Lautheitsbereiche verändere. Genau, also du kannst es dir am ehesten so vorstellen, dass du eine Kompressionskurve bearbeitest. Also in manchen Kompressoren sieht man ja diese typische Kurve, die dann halt abknickt und mit einer bestimmten Ratio und man sieht, wie die sich verändert, wenn man Threshold und Ratio verändert. Und so ähnlich ist es letztendlich hier auch, nur dass diese Kurve mehr Teile hat. Ne? Das ist so ein bisschen das Prinzip, was dahinter steckt. Und halt, dass du nicht taub bist, oder sagen wir mal blind bist dabei, diese Parameter einzustellen. Und statt der Parameter, Threshold und Ratio, die irgendwie ein bisschen, naja, da muss man ja auch erstmal hintersteigen, um rauszukriegen, was mache ich da eigentlich und warum stelle ich das wie ein? Stattdessen sagst du halt, was du willst. Du willst, dass dieser Bereich, in dem ich festgestellt habe, okay, da ist jetzt so das Fleisch meines Signals, das will ich schön zusammendrücken, damit das sich gut im Mix einbettet und Fett da ist. Und das möchte ich gerne bei minus 30 dB zum Beispiel haben. Und das sagst du einfach.
Du bist noch skeptisch, sagen. Ich sehe das. Also das Einzige, was mir jetzt erstmal so... Grafisch eigentlich, ne? Also das Malen. Sagen heißt irgendwie genau. Schieben, ne? Also du kannst irgendwie, das jetzt dumm irgendwie, dass wir das nicht zeigen können. Man kann halt, also diese Leiter, die hat halt kleine Sprossen und so ein paar größere Sprossen. Und da kann man halt diese Bereiche eingrenzen mit den größeren Sprossen und die dann halt hinten raus quasi, also wie mit so einem Trichter, verdichten und so. Dann schiebst du einfach hin und her, okay, da tut sich was, also so habe ich das gemacht. Und einfach mit diesen Tools rumgeschoben, weil diese Ecken, genau, ach, da sieht man es ja, da kann man, die kann man halt anfassen und die zwei Punkte von oben und nach unten nach oben halt zusammenführen oder halt auseinanderziehen. Und das ist extrem intuitiv. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass dazu auch dann gleich die klanglichen Resultate folgen in Echtzeit und du sofort merkst, in welchem Bereich du da unterwegs bist, ob du jetzt wie gesagt, eine Hi-Hat vielleicht total verkleinerst, dass die gar nicht mehr zu hören ist, oder ob du jetzt irgendwie bei einer Kickdrum richtig den Body nach vorne drückst und so. Das passiert halt, also ich kann nur jedem raten, das ist halt wirklich ein komplett neuer und innovativer Approach, mal die Demo, die es ja gibt, runterzuladen und das mal auszuprobieren. Das geht für alle Formate, glaube ich, ne? Ja, also ein paar exotischere Sachen wie LV2 oder, also Clap geht auch nicht, aber das Übliche, AU, VST3 und AAX, alles da. Sehr gut. Genau. Ich würde vielleicht auch noch halt hinzufügen, also ich sag mal, es hat ja auch einen bestimmten Grund, dass das jetzt zum Beispiel drei Bereiche sind. Und das ist auch was quasi dann ich quasi festgestellt habe, nachdem ich den ersten Prototypen so gebaut hatte. Ich hatte es vorher schon ein bisschen gedacht, es müsste doch eigentlich so sein. Aber also diese drei Bereiche machen halt durchaus Sinn. So, ne? Ich hatte vorhin schon gesagt, du hast halt einen bestimmten Bereich, wo zum Beispiel so das Fleisch vom Signal drin ist, da wo die Noten sind, die gespielt werden, also Sustain von Noten, also da, wo so ein bisschen so die musikalische Information ist. Das ist, was man häufig, sag ich mal, komprimieren möchte, um einfach irgendwie einen Teppich irgendwie hinzubekommen. Dann hast du da drüber, aber hast du so einen kleineren Bereich halt letztendlich, wo diese ganzen Attacks und Transienten drin sind. Und es macht total viel Sinn zum Beispiel, und das ist praktisch so einer der ersten Power-Moves, die man irgendwie an dem Produkt so entdecken kann. Du legst dir die Leiter so hin und dann komprimierst du einfach nur mal diesen mittleren Bereich, diesen Body-Range. Und das, wo ich immer sage, da ist das Fleisch drin. So, ne? Und du kannst das komplett komprimieren und komplett zusammendrücken. Aber oben dieser Punch-Bereich, da wo sag ich mal, so ein bisschen so die rhythmische Information drin steckt, das bleibt intakt. Ne? Und das kann man natürlich auch anders lösen und sagen, irgendwie, dann mache ich halt Parallelkompression. Das ist nicht ganz so tatsächlich. Hilft ein bisschen, ist aber halt auch relativ unflexibel noch. Aber also das ist so der Grund, warum man Parallelkompression macht. Ne? Ich will ein Ding heavy komprimieren, aber ich will trotzdem die Transienten behalten. So, da ist das dann quasi eine Krücke, die man machen kann. Man kann das auch mit einer Attack-Zeit lösen. Ne? Dann stelle ich halt eine längere Attack-Zeit ein. Damit kann ich aber nur die Zeit irgendwie beeinflussen, aber nicht den Pegel vom Attack. Und hier kannst du aber sagen, okay, ich möchte den Attack, den möchte ich so, wie er ist, haben. Oder ich möchte ein bisschen irgendwie in diesem Punch-Bereich, will ich ein bisschen komprimieren. Dann wird das weniger. Was interessanterweise direkt dazu führt, dass das Signal weiter wegklingt. Ich kann es aber auch expandieren und sagen, ich übertreibe diese Transienten jetzt so ein bisschen. Und dann landet es direkt in der Fresse. Also es ist super tatsächlich, um Tiefenstaffelung irgendwie hinzubekommen. Ne? Da habe ich vielleicht noch so ein... Nee, mach du erstmal. Also in deinem Plugin sehe ich einen einen Dynamikbereich, ne? Also minus 40 dB. Da ist ganz, ganz viel. Da sage ich, das möchte ich da weniger haben. Dann geschieht das ja eben unabhängig vom
Signal, was da spielt, was Frequenzen angeht, richtig? Also wenn da jetzt ein leiser Snare-Schlag ist oder ein lauter Snare-Schlag, dann wird der eben nicht unterschieden anhand seines Frequenz, an seiner Frequenz, sondern an seiner Lautheit. Er kann also mal, obwohl er die gleiche Frequenz behält, mal mehr oder weniger komprimiert werden, was ich ja mit dem Multiband nicht könnte. Weil der wird ja selektiert nach der Frequenz des Schlages. Ah, der schlägt wieder 5 Kilohertz. 5 Kilohertz runter, weil gerade zu viel. Und bei dir wäre das ja unabhängig, weil es geht ja im Prinzip um diesen Bereich der Lautheit, den ich anhebe oder senke. Also ich arbeite also in verschiedenen, ich verändere die Lautheitsbereiche und nicht die Lautheit verschiedener Frequenzbereiche. Also kannst du das, wo du gerade Snare schlägst oder so, vielleicht ein ganz gutes Beispiel ist, wenn du eine Snare-Spur hast, die so ein bisschen jazziger ist, so, ne? Und dann hast du da irgendwie so ein paar Hauptschläge, wo immer ordentlich Pegel reinkommt, und dann hast du die Ghost Notes, so, ne? Dieses ganze Gefrickel und so, ne? Genau. Und das siehst du dann in diesem Histogramm, du siehst die Snare-Schläge, die immer oben quasi am Start sind, und du siehst quasi auch dann weiter unten, wo es dann aufzittert, sag ich mal, wo diese Ghost Notes sind. Also man muss dazu sagen, wenn man das, man hat es vielleicht vorhin ein bisschen in dem Video gesehen, also da, wo es aktuell passiert, da leuchtet es halt auch auf. Das heißt, wenn du dir das anhörst, dich anguckst, ne, dann siehst du quasi, wo sind die Sachen, und dann kannst du zuordnen, ja, okay, hier ist die krasse Snare und hier sind die Ghost Notes. Und dann kannst du halt zum Beispiel sagen, okay, ich nehme jetzt diesen Abstand zwischen den Ghost Notes und den Hauptschlägen sozusagen, und ich möchte nicht, dass die irgendwie, vielleicht hat mir der Drummer zu dynamisch gespielt und die sind irgendwie 30 dB auseinander, und für den Mix wäre es aber besser, weil der vielleicht jetzt ein bisschen voll geworden ist, wenn die Ghost Notes ein bisschen lauter würden. Und dann sagst du, okay, dann schiebe ich die jetzt zusammen, sodass dieser Abstand nur noch 20 dB ist statt 30 dB, zum Beispiel. Okay. Ja. Das ist so in der Anwendung ist das so, dass wo man früher unter Umständen immer geschnitten hätte, die ganzen Ghost Notes Parts auf eine andere Spur gepackt hätte und komplett anders mit dem Kompressor bearbeitet hat, um die Attacks dann halt mit einer anderen Spur und so in den Griff zu kriegen und das dann halt für den Mix passend anzuordnen. Das muss man jetzt nicht mehr machen. Und was mir auch einfiel oder auffiel, es ist ja so, ich weiß nicht, ne, ihr kennt das mit Sicherheit auch, Bassdrum Stacking wird ja halt extrem viel gemacht heutzutage. Mhm. Und da wird halt so eine voluminöse Bassdrum genommen und dann wird eine mit dem Kack, die total merkwürdig mittig klingt, für sich alleine da drüber gelegt, und dann noch eine, die einen ziemlich starken Attack hat, oben drüber gelegt. Dann hat man drei Spuren Bassdrum, Kickdrum, und die werden dann halt individuell auch natürlich noch ein bisschen mit Dynamik und mit EQ bearbeitet, damit sich am Ende ein Bild ergibt aus, was wir alle wollen, ne, eine richtig fette Bassdrum mit einem guten, mit einer guten drückenden Mitte und ohne dass sie nach Pöng klingt und oben noch irgendwie ein fein abgeschmeckter Attack, dass die sich durchsetzt. Und was sonst mit einem normalen Kompressor gar nicht hinzukriegen wäre, weil doch man immer relativ schnell in diese pappigen, flachen Bereiche dann vorstößt. Also ganz besonders bekannt oder drastisch kennt man das ja meistens von Snares, wenn man die komprimiert. Ne, die klingen dann irgendwie so richtig flappig, ne, dann fehlt der Bottom und der klare Attack. Das ist immer ein Drama, deswegen irgendwie für Snares wird das Stacking ja auch betrieben. Das ist dann alles nicht mehr notwendig, weil man das mit dem Dynamic Grading sich so formen kann. Eine Bassdrum und eine Snare, und zwar bis zu einem extremen Grad, der vorher einfach nicht möglich war. Das ist extrem erleichternd, weil man dann halt in dem Mix, wenn du in den wesentlichen neuralgischen Spuren das Plugin drin hast, dass die so wirklich kneten kannst. Und ich hatte letztens eine Geschichte, da habe ich für Camper ein Video gemacht, und
weil wir nicht laut genug gemonitort haben, haben wir gar nicht gemerkt, dass der Kompressor ein bisschen hart drauf war bei dem cleanen Sound. Also du hattest irgendwie, der Attack war fast weg und du hattest hinten unheimlich viel Ton und dann auch noch Effekt und so, und du hattest überhaupt keine Artikulation und keinen Anschlag. Und das Ding habe ich dann, scheiße, nochmal aufnehmen, Gitarristen nochmal einladen. Nee, dann habe ich mal geguckt, was denn mit Dynamic Grading geht, und da habe ich die Attacks ganz schön fröhlich irgendwie nach vorne geholt und die Aufnahme war auf einmal benutzbar. Das fand ich ziemlich abgefahren und ja, das ist doch schon sehr einzigartig. Jetzt muss ich aber mal reingrätschen und dieser Schleichwerbung und dieser unerträglichen Lobhudelei für dieses Plugin entgegenzutreten. Ich habe meiner Meinung nach viel zu oft sehen und dann schaust du dir und dann siehst du, das ist doch, das ist scheiße. Wie kann ich denn das irgendwie so bedienen, dass ich es mit, ich würde doch lieber hören und bearbeiten statt sehen. Also das war mir jetzt alles ein bisschen zu viel visuell. Ich muss sehen, ich schiebe, ich mache, ich tue. Ich weiß, das ist jetzt für die meisten da draußen, die zuschauen, völlig dummes Zeug, was ich hier rede, weil sie ja alle mit der Maus klickend vor ihren Musikrechnern sitzen. Ich habe festgestellt, dass ich doch deutlich besser höre, wenn ich nicht hinschaue. Was kannst du da jetzt rettend für dein Produkt anmerken? Also ich sag mal so, ich verbiete ja das Hören nicht, ne? Also im Gegenteil. und ich sag mal, es ist eher ein Fall von Synästhesie vielleicht. Du hörst und siehst ja gleichzeitig. Also nur sehen geht nur sehr bedingt, und das macht auch, sag ich mal, keinen Sinn, weil ich meine, man will ja ein hörbares Produkt machen. Das ist ja, was man vorhat. Warum sollte man also nicht hinhören, ne? Ich sage das teilweise so flapsig, wenn man unbedingt wollte, könnte man halt auch das Ganze taub machen und es würde ein irgendwie brauchbares Ergebnis rauskommen. Das ist aber natürlich nichts Praktisches. Das ist aber natürlich nichts Praktisches. Das ist ja dann erstmal... Also wenn ich an meinem Urei, weißt du, da mache ich die Augen zu und dann drehe ich hier schön... Hey Mann, ey, da, oh, wie in Abbey Road 1967, hör mal, oh. Wie geht das bei dir? Kannst du ja machen. Kann ich das automatisieren? Vielleicht kann ich da Knobs drauflegen und es dann irgendwie auch im Prinzip, ohne dass ich hinschauen muss, bearbeiten? Das kannst du machen. Dafür ist es aber tatsächlich nicht ausgelegt. Also ich würde es, also du kannst es automatisieren, ne? Wenn du halt irgendwie das Ganze mit der Maus bedienst oder so, dann kannst du das natürlich aufnehmen etc. pp. Das macht auch vielfach irgendwie mal Sinn, wenn man irgendwie Material hat, was sich so über einen Song ein bisschen verändert. Du kannst die Parameter, die da intern drin hängen, auch auf Knöpfe legen, aber dann... Wenn du es blind machen möchtest sozusagen und Knöpfe haben möchtest, an denen du drehen möchtest, ohne irgendwo hinzuschauen, dann würde ich dir raten, ein anderes Produkt zu nehmen. Also ich sag mal, ich will jetzt auch niemandem verbieten, einen Kompressor zu benutzen, wenn er das bessere Tool ist. Ne, wenn du sagst, der Urei, der ist geil, das funktioniert für mich, dann mach das bitte. Ne? Ich will ein Tool anbieten, sag ich mal, für die Situation, dass sieht, hört, liest man oft genug, sag ich mal, dass auch eine gewisse Frustration mit so einem Dynamik-Zeugs immer da ist. So, ne? Wie, ich weiß nicht, wie ihr euch so erinnert an eure Anfangszeiten. Also für mich war das halt auch so. Dann habe ich einen Kompressor, ich weiß auch ungefähr, was der macht. Und bis ich aber mal verstanden hatte, wie benutze ich das Ding und wie verstehe ich, was es tut, sozusagen. Also um das wirklich, sag ich mal, wirklich... Gesagt. Siehste, ne? Und ich gehe davon aus, es geht vielen so. Also das ist das eine, ne? So eine Einstiegshürde vielleicht mal zu verringern. Interessanterweise ist es für mich so, ich habe, als ich dieses Produkt entwickelt habe, letztendlich erstmal nochmal viel besser verstanden, wie funktioniert eigentlich so ein Kompressor. Also ich kann jetzt auch Kompressoren besser benutzen. Ich wollte einfach mal ein bisschen Energie hier in die Diskussion hineinbringen, denn eigentlich war ja ein bisschen der Grundtenor. Wir wollten ja nicht nur über dein Plugin reden heute, sondern einfach auch mal darüber nachdenken zusammen, ob es außer dem, was du da gerade gemacht hast, nicht auch in den anderen Bereichen der Signalbearbeitung in der Musik
wir haben jetzt, was wir früher eben nicht hatten, 5K-Monitore, wir haben auch Veto. Vorbei. Laptop-Monitore, Entschuldigung, iPads. Auch vorbei. iPhones. Ach so, ja, die Vision. Ja. Das ist noch ein bisschen mehr. Taucherbrille, genau. Wir machen das demnächst alles mit der Taucherbrille. Ja, das ist zwar totale Duschberg-Optik, ne, wenn du da sitzt. Alleine ist es nicht so schlimm, ne, wir Musiker in unseren Studios, das sieht ja keiner. Aber irgendwie, ne, das haben viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, gar nicht durchgeholt. Wenn du das Ding auffasst und du hast deinen Mac und du hast dann die Screens da verteilt in dem Raum und du kannst dann in Logic und in Final Cut oder mit den Plugins und so dann da halt rumbauen und du hast beliebig viel Screen Real Estate. Und das ist irgendwie doch eine fantastische Vorstellung, ne? Wie man dann halt, man hört irgendwie was, packt da was an und so, ich quetsch das jetzt kleiner in der Mitte oder ich ziehe die Höhen etwas auf und so. Da kommen bestimmt ganz spannende Sachen in Sachen Audio-Signalbearbeitung und so. Wenn die Entwickler vielleicht mal das eine oder andere aus sich herausziehen und mal irgendwie neu denken. Ein paar gibt es da ja. Ja, aber es wird sicherlich auch, sag ich mal, die 3D-Variante mit dem Bakelite-Knopf geben, den du dann halt drehen kannst. Also es ist zu befürchten, dass es auch das dann geben wird. So. Ja, ist dann der Wohnzimmermodus. Dann machst du einmal so, ne? So kann man ja machen dann. Und dann faltet sich alles zusammen und wird zu Backelit. Also ich meine. Und dann kommt der Nierentisch und der Kamin. Also für jemanden wie mich im Rentenalter, ja? Der hat, also meine persönliche Erfahrung als Musiker beim Kreativsein ist mir leider aufgefallen, erstens mal, dass doch viele Musiker, wenn sie dann, ob sie im klassischen Orchester spielen oder in der Band oder wo immer, wenn sie dann zum Solo ansetzen, die Augen schließen, weil es natürlich, und das ist unbenommen, darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren, der Gehörsinn dann wieder mehr Priorität in der Birne bekommt. Und wenn wir so viel 5K-Monitore, Taucherbrillen aufhaben und überflutet werden mit visuellen Reizen, fährt unser Gehirn die Datenleitung zum Gehör deutlich runter. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich besser bin, wenn ich weniger gucke und mehr höre. Und naja, das ist mir alles schon zu viel gucken. Und ja, übrigens ist mir aufgefallen, da vergleichst du jetzt aber. Christian, ja, war da eben Musik? Habe ich Musik gehört? Ich glaube nicht. Bei mir? Du sagst doch, hast du nie Musik gesagt? Das war so die Rheinländer. Naja, ich komme eher so aus dem Ruhrgebiet, Sauerland. Ja, das haut auch in etwa hin, fast. Ja, das haut ungefähr hin. Okay, sorry jetzt, das gehört jetzt gar nicht hin. Nee, der Punkt ist irgendwie, also man hat ja verschiedene Situationen, wenn man hört und die Sachen zusammenbaut, dann hat man ja immer Werkzeuge und so. Und das sind halt immer so Phasen. Früher gab es ja auch, wir haben da schon oft drüber gesprochen, ich weiß nicht, gibt es das noch in Cubase, diese Version Ears Only, wo man zwischendurch dann einfach mal nur hört, das ist total wichtig, auf jeden Fall. Nur wenn ich dann gehört habe, dass die fucking Gitarre an der Stelle ist viel zu boop, 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 dann mache ich die Augen auf und suche die Stelle und mache dann die Gitarre an der Stelle ein bisschen schlanker und so. Okay, ja. Und dann fahre ich zurück und dann höre ich wieder. Also so ist ja eigentlich also genau das Ding. Und beim Spielen, klar, wenn du alle Parameter dessen, was du tust, quasi in der Hand, in den Fingern bei dir hast und das einfach so intuitiv bedienen kannst, dann bist du in the moment und kreierst irgendwas. Aber so eine super komplexe Geschichte mit 120, mit so eine super komplexe Geschichte mit 120 Kanälen oder so, da muss man einfach auch schon mal gucken, weil man dann halt auch ein bisschen seziert und so für Aufnahmen, meinst, die dann für die halt Bürokratie auch ewig sein sollen. Nehmen wir die Taucherbrille, Bürokratie, ja, und dann so spielen und fühlen und singen und so, ne? Ja, die macht das dann sogar automatisch.
Die macht das wahrscheinlich dann sogar automatisch. Der kannst du ja sagen, das wäre so geil. So, du Blödmann, du hast jetzt zu lange geguckt, hör doch mal. Ja! Und die verdunkelt dann das und irgendwie macht alles schwarz und du wirst gezwungen. Das würde wahrscheinlich gehen. Auf der Uhr. Genau. Und erlaubt nicht eher, und erlaubt das nicht eher, die Screens wieder anzumachen, bevor du es nicht fünfmal durchgehört hast oder so. Sehr gut. Wer weiß, was da auch. Und das wäre zum Beispiel ein sinnvoller Case für AI, ne? Die ja. dann halt entscheidet, so Digga, jetzt müsstest du langsam mal wieder ins Emotionale kommen. Jetzt schalte ich dir mal hier die Optik weg. So. Ne, und ja. so ja, jetzt merke ich irgendwie auch an Körper, Dingsbums, Health-App und so weiter. Ne? Jetzt kannst du mal wieder irgendwie ein bisschen was zu arbeiten und zu basteln kriegen. So wäre das natürlich. Er atmet so flach. Also, er atmet so flach. Wir geben ihm mal ein bisschen. Genau. Okay, jetzt sind wir ein bisschen auch, abgedriftet, das war meine Schuld. Wir schmeißen das Projekt auch von vornherein komplett weg, weil man merkt da überhaupt keine Leidenschaft. Was er da tut, ist völlig sinnlos. Wir schmeißen das ganze Projekt weg, das macht nur Speicherplatz. Genau, der Puls ist bei 109, BPM bei 120, das funktioniert nicht. Genau. So, jetzt... Ich habe leider zu sehr abgelenkt. Eigentlich wollte ich vom Christian wissen, was für andere Bearbeitungen, Equalizer, Hall, Delay, irgendwas, diese ganzen alten Ideen, hast du da auch schon Ideen für andere Signalprozesse, die man anders darlegen könnte als aus dem Gerät aus den 60er Jahren? Vermutlich. Also ich habe natürlich einen ganzen Koffer von Ideen. Das ist der Grund, warum ich irgendwie diese Firma gegründet hatte. Weil irgendwie so nach 10 Jahren im Beruf trägt man sich dann irgendwie so einen Koffer mit sich rum, mit Sachen, die man eigentlich gerne mal machen würde und ausprobieren würde. Und naja, irgendwer muss das ja dann machen. Also ich sag mal, was zum Beispiel auch ein Thema ist, was ich sehr spannend finde und wo man, glaube ich, auch noch viel machen kann, ist so ein Thema wie Distortion. Da ist, sag ich mal, auch noch sehr viel, sag ich mal, wo man den Effekt, sag ich mal, und das, was ich damit erreichen möchte, ich will halt irgendwelche Distortion-Produkte oder so erzeugen, und die sollen so und so klingen, wo ich das dann ein bisschen trennen kann, sag ich mal, von dem, wo es ursprünglich herkommt, nämlich irgendwelchen Fasspedalen, Gitarrenverstärkern etc. pp. Genau. Das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Thema. Es gibt auch, sag ich mal, in diesem ganzen Dynamik-Thema natürlich irgendwie noch weitere Dinge, die es zu tun gelte. So, ich hatte vorhin schon mal gesagt, ja, wäre ja toll, wenn man das auch irgendwie auch über den Frequenzbereich so ein bisschen machen könnte. Da ist es dann halt eine große Herausforderung, irgendwie eine UI hinzukriegen, die dann noch handhabbar ist. Weil du hast halt so viele Dimensionen dann, wenn man da sagen würde, okay, ich will das jetzt auch so, ne, mit dem sprichwörtlichen Stück Knete machen. Perfekt, ja, für die Taucherbrille. Vielleicht muss es dafür die Taucherbrille sein. Das kann natürlich sein. Also, weiß man nicht. Also, das sind so ein bisschen so die Herausforderungen. Ich denke mal, also vielfach auch noch mal die Frage, okay, ist das Mischpult, sag ich mal, irgendwie die beste Logik immer noch? Ja, sehr gut. Ne, also da sind wir dann aber auch quasi tatsächlich wieder irgendwie beim Dynamic Grading-Thema, weil irgendwie ich habe mit dem Produkt, dass ich das entwickelt habe, habe ich aufgehört, Fader zu benutzen. So, also ich tue das Ding einfach in jede Spur, habe alle Fader auf 0 dB und dann ist minus 30 dB in allen Plugins das gleiche. Und dann kann ich mir halt auch mein Mix letztendlich hinmalen. Du könntest es quasi aufbohren zu einem Mischpult, das Ding, ne? Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich bin nur eine Person, ne? Ich würde es, glaube ich, gerne, wenn ich könnte. Aber das sowas ist dann halt natürlich irgendwie weiter in der Zukunft. Ne? Also ich muss schon natürlich mich leider erstmal auf Produkte beschränken, sozusagen, die ich mit meinen begrenzten Ressourcen noch gehandhabt bekomme. Dann gibt es ja noch das grundsätzliche Problem der Vermarktung.
Denn der Grund, warum wir alle an Bildchenschrauben aus den 60er und 70er Jahren ist, weil man da schon gleich so eine Geschichte mitverkauft. Ne? Die Geschichte, das Abbey Road Plugin. Die Beatles sind schon nebenan. Ich höre schon Ringo, wie der die Treppe hochkommt, weil ich dieses Plugin benutze. Ne? Oder bei Universal Audio, da. Oh ja, das ist der Sound von Sunset Studio. Ah, ich höre den. Ist er das wirklich? Das ist ja Dave Grohl. Klopft an die Tür, wenn ich das kaufe. Fast schon, ne? Also, gerade bei Gitarren ist das ja so. Ich gucke mir immer mit Muße diese Gitarrenvideos an. 700 Euro gegen 70 Euro gegen 7000. Und dann kann man sagen, also es ist eigentlich, wenn man es nicht weiß und blind deswegen, würde man sagen, also je nachdem, was jetzt besser in den Song passt, aber Fender verkauft ja diesen Namen da oben für teures Geld und Gibson auch, weil sie diese Story haben, ne? Jimmy Page hatte diese Les Paul, die Greenie von Peter Green. Na, die Saiten von Jimi Hendrix, der Jimi Hendrix-Set. Ja. Und jetzt kommst du mit deinem Plugin an. Na, sag ich, wie Dynamic Grading, wo ist denn die Story? Wir könnten doch da mal überlegen zusammen, Christian, ob wir nicht kooperieren und eine Story uns überlegen. Es könnte doch sein, dass das ein Grundkonzept von Konrad Zuse war, der vor dem Ende des Krieges diesen Dynamik Konzept hatte, was aber noch nicht umsetzen konnte, weil der Z1 und der Z3 waren zu langsam. Aber er hatte es schon, die Idee, schon erste Musiker haben versucht, experimentiert. Und dann machst du so ein Bild von Konrad Zuse unten rein noch und vor seinem Z1 und dann noch so handgeschriebene Dokumentationen und so. Und dann sagst du, ich habe das Konzept von Konrad Zuse, dem Erfinder des Personalcomputers, des Computers überhaupt. Das fehlt dir noch. Zum Erfolg. Eine Story. Nee, also Turing. Aber der Zuse hatte ja auch keine sich, Story. Also, sorry. Irgendwie Zuse und Turing sind sich einmal zufällig begegnet in einem Café und haben dann irgendwie auf Servietten notiert, wie es denn sein könnte, wenn man genügend Rechenleistung hätte. So, und diese, sehr gut. Und diese Servietten sind jetzt wieder aufgetaucht. Ja, genau, ja! Ne, und auf dem Flohmarkt in Berlin! In so einer Kiste, die jemand worden. Verkauft hat. Genau. Fand genau, ich diesen Zettel. Die sind dir zugespielt worden. Und, das ist geil. Du packst es jetzt aus und quasi genauso wie welcher Alien-Film war das noch? Irgendwie Prometheus, ne, wo dann rauskam, dass quasi Architekten, irgendwelche Leute, die irgendwie die DNA und die Menschen entwickelt haben, zum Schluss fanden sie es aber scheiße und wollten die dann halt wieder vernichten. Aber das war dann so, die Architekten dessen, das wurde dir dann zugespielt und du setzt es dann um, weil jetzt ist die Rechenleistung da und so. Ja, das ist doch schon mal eine Story. Ja, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja. Ja, weil das kriegen wir das was ist hin. Ja tatsächlich ein Problem, weil alle wollen ja angeblich, suchen wir alle nach innovativen neuem Zeugs. Die Wahrheit ist aber das Gegenteil. Das, was sie kennen, ne, was irgendwie mal auf irgendeiner Heldenplatte ist. Und ich sag euch, Jungs, hört euch mal Bootleg-Aufnahmen von Led Zeppelin und von anderen Bands an. Die spielen manchmal so schlecht, dass man sich wundert, warum die jetzt Götter sind. Ja? Das hätten wir auch noch besoffen hingekriegt. Aber egal. Hast du da irgendwie Ideen? Wie vermarktest du das denn jetzt gerade? Einfach so bei Musotalk und Co.? Ja, offenbar. Das ist, du sagst da was Richtiges, das ist tatsächlich halt natürlich eine Schwierigkeit, wenn man jetzt mit so einem Produkt um die Ecke kommt, was schon relativ kräftig anders aussieht als alles, was so typischerweise benutzt wird. So, ne? Dann, wenn ich jetzt herkomme und sage, ich habe hier den letzten obskuren Kompressor irgendwie noch ausgegraben, der irgendwie mal für eine Woche zum Testen im Abbey Road Studio geschraubt war. Und davon gibt's nur 5 Stück auf der Welt oder so. Und hier hast es als Plugin. Ist eine schön simple Story, die kannst du erzählen, versteht jeder sofort und weiß jeder, okay, dann ist so eine alte Kiste, ich drehe an den Knöpfen und sehe, was passiert und entweder finde ich das super oder nicht.
Das ist hier natürlich nicht so. Das ist schon ein Produkt, das muss man ein bisschen erklären. Da muss ich, sag ich mal, auch von meinen Kunden irgendwie ein bisschen erwarten. Oder was heißt erwarten? Aber meine Kunden müssen sich schon damit beschäftigen erstmal. So, also das ist was, da muss man ein bisschen sich reindenken und das mal ausprobieren. Aber auf der anderen Seite, die Rate an Leuten, wenn ich sehe quasi, wie viele Leute probieren eine Demo aus und wie viele kaufen, die spricht dafür, dass wenn man das halt mal ausprobiert und sich drauf einlässt, das offenbar tatsächlich so gut funktioniert, wie ich immer behaupte. 1:10, Christian? Oder besser? Mehr. Ja? Das viel, ist viel besser. Ja. Viel besser. Hey, ja. Das ist nicht schlecht. Das ist gut. Genau. Und das spricht auf jeden Fall schon mal für das Produkt, denn 1:10 wäre normal. Auch ja. Schon eigentlich ganz gut. Ja. Aber also, wenn es deutlich höher ist, hast du vielleicht auch schon die Leute damit erwischt, die für ein neues Konzept vielleicht empfänglich sind. Ne? Bin mal gespannt, wie das hier im Anschluss an das Video bei dir läuft. Ja, genau. Also auch runterladen. Was dagegen steht, ist dann natürlich die Frage von den Leuten, die auf die Webseite stolpern oder so, wie viele davon probieren es aus. So, das dürften gern mehr sein. Und da sieht man halt die Schwierigkeit daran. Man muss dieses Produkt irgendwie erstmal insoweit erklären können und das in einer relativ kurzen Aufmerksamkeitsspanne, so dass die, sag ich mal, überhaupt merken, okay, was ist das hier? So, ne? Also man muss eine halbe Minute muss man schon investieren, um zu verstehen, wie es geht. Besser sind 5 Minuten, aber das ist schon viel. Ne? Also ja. Normalerweise hat man so 3 Sekunden. Ne? Ja, leider, ja. Ist ja. Leider so. Ja, das Klassische ist dann ja halt auch immer die Frage, wo du sagst, ja, wo ist die Bereitschaft und irgendwie, was wünscht man sich eigentlich? Da hatten wir auch oft, da gibt es halt die Fraktion der Menschen, die halt Quality Time haben wollen mit ihren Werkzeugen und irgendwie sich beschäftigen. Und dann gibt es halt die vielen, die es auch gibt, die halt was fertig kriegen wollen. Und Resultate abliefern müssen und vor allen Dingen auch schnell und auch immer konsistent. Stärker, konsistent und dann halt auch immer stärker den verschiedenen Anforderungen gewachsen sein müssen, die halt so die unterschiedlichen Plattformen, für die man halt Ton anbieten kann und muss, denen halt gerecht zu werden und so. Und alles, was da halt eine Konsistenz, eine Nachvollziehbarkeit und unmittelbare, so egal welches sind, also egal welches Signal, so zack, 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 zack und das passt, das geht halt mit ein paar anderen Sachen nicht. Ich habe da irgendwie immer mein Lieblings-Isotope-Plugin, das Alloy, gehabt. Da hatte ich ein Preset und das musste ich, egal auf was ich das gepackt habe, nur ein paar Parametern drehen und dann passte das schon immer und die Sache saß. Und das spielt im Ähnlichen sogar noch intensiveren Stadion, finde ich. Und in der Tat ist das halt so eine Stilfrage. Ne? Also gerade as we speak ist ein paar hundert Meter weiter hier bei Number One das Crossroads Festival, wo Gitarrenprofessoren und Connoisseurs von alten Hölzern über Unterschiede des Klanges von Saiten eines unterschiedlichen Alters und mag natürlich auch trefflich diskutieren und so. Das geht bis Sonntag. Das ist bestimmt Unterschiede hören als Sport. Das, nee, sie hören sie ja nicht. Das ist ja das. Das ist ja. Ich habe jetzt mehrere. Das ist nicht Videos. Die Fraktion, die. Sie hören sie nicht. Ne, genau, das ist nicht die Fraktion, die jetzt mal offen wäre, so das auszuprobieren. Aber wenn du was fertig kriegen willst, also das kann ich jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen und ich bin totaler Romantiker, aber wenn ich was fertig kriegen will, dann nehme ich lieber, nee, den Witz bringe ich jetzt nicht, das darf man nicht, dann will ich was Effektives haben und was auch, wo ich das Gefühl habe, irgendwie ich bin vorne mit dabei und ich habe da einen Vorteil von und es empowert mich. Ne? Ich kriege schnell geil was hin und kann zum nächsten kommen und werde nicht immer rausgehauen, weil irgendwas nicht funktioniert. Wenn du gerade dabei bist, ein paar Spuren aufzunehmen und so und kannst das schon mal alles so zusammenstecken, das ist irgendwie ein tierisch geiles Gefühl, dann kommst du so in so einen Flow, so wie ich jetzt, ich rede jetzt gerade zu viel, ne? Aber dann entsteht halt auch Energie und
Das ist cool. Ja, und irgendwie 37 Fenster LA2A aufmachen ist da eher müßig, weil man halt immer noch ein paar Sachen dazu machen muss, weil LA2A geht nicht ohne EQ. Ne, da hast du schon zwei Fenster. Das ist jetzt auch so eine ganz praktische Geschichte, wie es bei vielen Dingen ist. Wenn richtig gut funktionierende Sachen verdichtet sind in einem Plugin, in einem Fenster, wo man halt gestalten kann, formen kann, das ist halt intuitiv. Das ist so, als wenn du vor deinem Malbox sitzt mit 3 Jahren und guck mal, Papa, das habe ich dir gemalt. So, das geht dann. Ja. So, rant over. Was ich viel wichtiger finde, du hast immer von Fleisch gesprochen. Im Signal. Ja. Wie wäre denn da die Formulierung für die andere Fraktion? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Protein. Heuschrecken? Guter Punkt. Vielleicht auch Chlorophyll? Einfach Fleisch. Chlorophyll. Chlorophyll? Nee, ne? So, jetzt müssen wir leider schließen, weil wir hier völlig abdriften. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis später. Tschüss. Tschüss.